meine Lieben, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, hallo. Hallo. Wir gehen jetzt Mittagessen, und zwar nämlich hinter uns im Akapa-Café. Das ist hier ein orientalisches Buffet-Restaurant und wir sind sehr gespannt, wie es schmeckt. Für dich ist das das erste Mal? Für mich ist es das erste Mal, ja. Tom und ich waren schon. Ich war schon mal da. Ja. Und es ist hier eins meiner Lieblingsrestaurants. Wirklich, wow. Sehr, sehr lecker. Und ich bin schon sehr gespannt, weil ich liebe orientalische Küche. Also mal schauen, was es alles so zu entdecken ist. Ich mag allgemein das orientalische Thema. Ne? Ja? Deko und so. Okay. Ich glaube, Tom hat erzählt, es war früher mal ein richtiger Bazar, wo man auch Sachen einkaufen konnte. Ja, das war wirklich so ein Bazar wie aus Tausend und einer Nacht mit so Körben, die da überall rumstanden, wo dann so kleine Goldlampen waren, die man kaufen konnte und so. Und irgendwann haben sie es umgebaut zu diesem Restaurant. Ja, also wir gehen jetzt mal rein und dann berichten wir, wie es uns geschmeckt hat. Los geht's! So, das Akraba Café ist ja ein orientalisches Restaurant, Buffet-Restaurant. Und hier seht ihr die Vorspeisen. Wie gesagt, alles sehr orientalisch angehaucht. Hier haben wir solche rote Beete mit Zimt, Kichererbsen, Karotten. Also es ist wirklich sehr speziell und anders als bei anderen Disney-Restaurants. Wir haben noch ein bisschen Salat und verschiedene Arten von Hummus, den ihr dann mit Brot essen könnt. So, das ist jetzt mal ein Vorspeisenteller. Rote Beete mit Zimt, Couscous, Gurken, Hummus, Falafel. Also Mix, wild gemixt, und dann habe ich hier noch den Kebab mir gemacht. So, jetzt mal gucken, wie es schmeckt. Hier bekommt ihr euer Kebab. Hier könnt ihr euren Kebab selbst kreieren mit Chicken, also mit Hähnchenfleisch. Und hier, das sind die anderen Hauptspeisen. Couscous, Reis, Turkey, Falafel, Nudeln für die Kinder. Hier hinten haben wir Bohnen, Lamm. Also wie gesagt, alles sehr orientalisch angehaucht. Aber ich finde die Variation wirklich sehr groß. So, das ist mein Hauptgericht. Einmal Chicken Wings, also Hähnchenschenkel. Couscous, das weiß ich nicht so genau. Das war bei dem Weihnachtsmenü. Meatballs, also Fleischbällchen, grüne Bohnen und ein bisschen Kebab noch, weil es sehr lecker ist. Und hier haben wir jetzt die Desserts. Wir sind hier zur Weihnachtssaison, deswegen sind die Minnie Maus speziell für die Weihnachtssaison. Dann haben wir da noch einen Kuchen mit Minnie. Und der Rest ist sowas viel mit Blätterteig und Pistazien. Also wirklich alles sehr orientalisch. So, Zeit fürs Dessert. Ich habe mich für die Mini-Desserts entschieden mit Karamell. Und auf der anderen Seite haben wir noch ein Couscous-Royal-Buffet. Da könnt ihr euren Couscous mit verschiedenen Sachen mixen, wie Gemüse, Hähnchen, Würstchen. Und hier haben wir Meatballs mit einer Art Tomatensauce. So, meine Lieben, das war unser Mittagessen im Agrabah-Café. Was sagt ihr denn? Ja. Ich war ja zum ersten Mal dort und mir hat es sehr gut gefallen. Ich finde, die Speisenauswahl ist sehr vielfältig. Es war für mich überall was dabei, bei den Vorspeisen, bei den Hauptsachen, bei den Desserts. Und auch geschmacklich fand ich es alles sehr, sehr lecker. Und also von meiner Seite aus gäbe es eine absolute Empfehlung direkt. Ich kenne es ja schon, ja. Genau. Also, wer auf Hummus steht und eingelegte Pflaumen und Kebab und Falafel, der ist hier genau richtig. Und es ist sehr, sehr lecker. Aber es ist auch für Kinder was dabei. Ich habe Pasta gesehen. Also für Kinder sind ja die orientalischen Gewürze nicht immer was. Aber es gab auch Fleischbällchen und Pasta. Und die Desserts waren auch sehr lecker. Also wir würden das Restaurant klar empfehlen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da.
abonniert meinen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.